Manchmal bekommst du eine Antwort und da entsteht eine Verbindung. Hier bin ich nun, 300 Songs später. Was mich persönlich berührt, sind wahre Geschichten, wahre Gefühle und wahre Gedanken. Es gibt Orte, an die ich reise und Menschen, die ich treffe, die mich inspirieren. Es ist, als würden sie sagen, verwandle mich in eine Melodie. Erzähl ihnen meine Geschichte. Ich mag Redemption Stories. Und darum geht es auf diesem Album. Das ist Boats. Based on a true story. Songwriting ist ein Mysterium. Es ist ein Handwerk und es ist Arbeit. Manchmal fallen dir mitten am Tag Melodien ein und oft kommen sie sogar in der Nacht, während du träumst. Manche Ideen passieren einfach, wenn du auf der Gitarre rumspielst. Und dann gibt es Songs, die Zeit brauchen. Viel Zeit. Es ist, als würden sie in den Gedanken von irgendwem schon immer existiert haben. Und deine Aufgabe als Songwriter ist es, sie in die Welt zu bringen. Ich will Songs schreiben, die eine Seele haben. Und der Prozess des Songwritings hat was von Seelentauchen. Man arbeitet sich wie ein Goldgräber durchs Herz, den Geist und den Körper. Oder durch das Herz und den Kopf eines anderen Menschen. Es gibt Momente in diesem Schreibprozess, in denen ich mich frage, wie würden Menschen bei einer Live-Show darauf reagieren? Wie würde diese Melodie vor 10.000 Leuten wirken? Würden sie spüren, was ich spüre? Würden sie begreifen, was ich meine? Es geht um Erlebnisse aus meinem eigenen Leben oder Dinge, die im Leben anderer, denen ich begegnet bin, passiert sind. Aber der Titelsong des Albums, Boats, basiert auf einer Lügengeschichte. Es ist ein Song darüber, wie wir Wahrheiten verdrehen und verbiegen, wie es uns gerade passt. Um Dinge zu verschleiern, die wir gemacht oder gesagt haben. Entweder in unserer eigenen Lebensgeschichte oder in der Menschheitsgeschichte. I was so excited, I was so happy. And now the whole stadium was shouting to me, Henry, Henry. So very, very important medal. So this was your first big hit. Yeah, right. So when I touch, I always feel the good time I was in Sydney. This is for the best sportsman of the year in Kenya. Trotz all seiner Erfolge ist es unglaublich, wie sehr dieser Typ am Boden geblieben ist. Und ich bin nach Kenia gereist, um ihn zu überraschen. So Henry, I have a little surprise for you. Your story really inspired me. Thank you. Because you just never give up, and so I wrote a song based on your true story, and I want to play it to you now. Is that okay? Yeah, that is okay. I'm looking forward to... So it's a surprise. Yeah. Do you have any expectations? No, I don't have any. No idea. Looking forward, yeah. I hope you're not going to be disappointed. Yeah. Und ich habe sehr gute Erinnerungen von diesem Ort, weil... ja, das ist der Ort, wo I danced all night to Carlos Santana. Das ist hier passiert. We sang a song from the 70s here vor einigen Jahren. Und ich bin sehr dankbar, dass wir unsere Liebe an diesem traumhaften Ort in Irland feiern konnten. So schön es auch ist, ein paar Tage hier zu sein, ein Schloss dauerhaft zu besitzen, ist auch ein ganz schöner Klotz am Bein. Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, lass lieber die Finger davon. Das ist meine Heimat. Ich liebe Irland. Hier bin ich auf die Welt gekommen und hier will ich auch irgendwann ruhen, wenn es für mich auf Erden vorbei ist. Ich bin in einen Campingwagen in Irland geboren und nur 10 Tage später
hatte ich meinen ersten öffentlichen Auftritt in der Late Late Show. Hier in der Nähe gibt es Inchigill Island und das ist für mich einer meiner Lieblingsorte hier auf Erden. Also das ist so vielleicht der friedlichste Ort, den ich kenne. Und da möchte ich auch beerdigt werden. Sicher eine verrückte Idee, weil es gar nicht, ist ja kein offizieller Friedhof und es ist wahrscheinlich auch nicht erlaubt. Aber ich bin so frech und drop das jetzt einfach. In Irland geboren und fühle mich hier zu Hause. Ich werde sicher noch ein paar Mal hier nach Irland kommen und mein Heimatland einfach genießen. This is not the end. Mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Und leben nicht gerade unsere Geschichten in den Erinnerungen anderer weiter? All diese Menschen auf meiner Reise zu treffen und all diese wertvollen Erinnerungen zu sammeln, hat sich mehr als gelohnt. Wenn ich zurückschaue auf das, was meine Musik ausmacht, bin ich extrem dankbar für so viel Inspiration um mich herum. Danke, dass du bis hierhin Teil meiner Reise warst. This is not the end.